Wir blicken hier gleich mal auf den Kultautor Rollo Tomassi, darauf, dass die Missachtung von Begabung und Veranlagung zum kulturellen Niedergang führen muss und darauf, dass deine persönliche Macht weit vor authentischem Frauenerfolg steht. So, Rollo Tomassi, Autor von The Rational Male, den kennst du vielleicht, nehme ich mal an, beziehungsweise solltest du kennen, wenn du auf meinem Kanal bist. Hier ist gleich mal ein Zitat von ihm. Es ist der Mann, der seiner männlichen Natur treu bleibt, der trotz aller Popkultur, welche sein Geschlecht und genau die Aspekte, die eine starke Gesellschaft formen, verunglimpft und lächerlich macht, der sich jenen widersetzt, die ihn in etwas verwandeln wollen, wofür er nie gedacht war. Es ist genau dieser Mann und sein Selbstvertrauen, das Frauen auf der ganzen Welt unwiderstehlich finden. Ja, der formuliert immer ein bisschen verschachtelt, auch in seinen Büchern, das liest sich manchmal nicht ganz einfach. Aber gesagt wird das, was ich auch schon öfters und ein bisschen prägnanter gesagt habe, nämlich, dass Männer nun mal die gesellschaftsformenden Impulse geben, im Guten wie im Schlechten. Und Frauen, ja, die verkörpern das Empfangende bzw. das Bewahrende. Sie folgen also relativ ideologiefrei dem, was ihnen vorgesetzt wird. Wenn man also ehrlich und kein MGTOW oder Andrew Tate Autist ist, dann tragen Männer auch die schlechte Qualität der Gesellschaft, inklusive der Frauen. Genau deshalb haben Männer für alle Zeiten ja auch die größere Verantwortung und genau deshalb haben Männer auch kein Recht, die Schuld für gesellschaftliche Verwerfungen auf Frauen zu schieben. Rollo Tomassi hat für mich aber schon ein recht gutes Verständnis für die komplett verschiedene Energie, die von Mann und Frau ausgeht. Hier ist noch ein Zitat von ihm. Es ist der Mann, der versteht, dass es die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind, nicht die androgynen Ähnlichkeiten, die uns stark machen. Es ist der Mann, der erkennt, dass die Geschlechter dazu gedacht sind, sich zu ergänzen, anstatt zu bekämpfen, der den Shit-Test der Frau besteht. Zitat Ende. Ja, auch hier eigentlich ist das ganz logisch und, wenn du ein bisschen in der Materie drin bist, verständlich. Männer sind Männer, weil sie keine Frauen sind. Biologisch und soziobiologisch. Frauen wollen keine Gleichheit. Sie verachten es sogar, wenn du dich ihr angleichst und ja, sie betrachten dich völlig zu Recht als minderwertiges, asexuelles Wesen, wenn du es tust. Eine der zwingenden Aufgaben, die du hast, ist Konkurrenzfähigkeit und Einfluss gegenüber bzw. auf andere Männer. Erst dann kommst du auf das Radar von Frauen und erst dann wirst du deinem Wesen folgerecht werden. Ein wichtiger Schritt dabei ist natürlich deine ökonomische Situation und wenn du hier einen gehbaren Weg haben willst, dann empfehle ich dir das Geldbuch von Gunnar Kessler. Gunnar verfolge ich schon seit sehr vielen Jahren und ich konnte auch schon enorm viele Impulse mitnehmen. Sein Buch ist im Moment kostenlos, ich hab's auch. Und ja, das könnte dein erster Schritt in Richtung finanzieller Unabhängigkeit sein. Prädikat absolut wertvoll und kostenlos bestellen, kannst du es, wenn du willst, gleich. Der Link ist unten in der Beschreibung. Lass mich jetzt noch zu dem, wie ich finde, sehr wichtigen Aspekt der gesellschaftlichen Auswirkungen kommen, wenn nämlich Veranlagung und Begabung missachtet werden. Dabei geht es jetzt weniger um das Mann-Frau-Thema, sondern eher um Aristokratie, nach der du natürlich streben solltest, versus Sozialromantik und Schwächekult. Ich habe es ja auch in meinem Buch beschrieben. Ich lese dir gleich mal ein bisschen was aus einem meiner absoluten Lieblingsbücher vor, das biologische Massenwirkungsgesetz von Eckhart Knaul. Das ist ein Standardwerk in seinem Bereich und ja, eine Anregung für dich, moraltriefende Gleichheitsthesen zu hinterfragen, wenn es auch sicher heute für viele unbequem sein dürfte. Los geht's, hör gut zu. Die meisten westlichen Staaten bezeichnen sich selbst als sozial. Sie verstehen darunter aber nicht einfach gesellig von lateinisch sociabilis, sondern ihre enormen, nur auf einen bestimmten Teil des Volkes gerichteten Anstrengungen und die viele Milliarden betragenden Ausgaben, um die genuin Schwachen, die Unterbegabten, die mit unglücklichen, fehlerhaften Charakteranlagen und die angeboren geistig und körperlich wie psychisch Behinderten zu unterstützen und zu fördern, sowie die Kriminellen zu resozialisieren.
Das alles klingt sehr schön, klingt sehr menschlich, fürsorglich und freundlich, doch es ist bevölkerungspolitisch höchst bedenklich, denn die deutliche Förderung dieses von ihren Erbanlagen so wenig begünstigten Personenkreises führt vor allem zu seiner verstärkten Vermehrung. Infolgedessen wächst ihre Zahl dauernd, was schließlich eine vollständige Änderung des Erbbildes und auch des äußeren Erscheinungsbildes des Volkes bewirkt. Haben sie innerhalb eines Staates aber einen genügend hohen Prozentsatz erreicht, müssen die guten Lebensbedingungen, die ihre starke Vermehrung erst ermöglichten, sich wandeln. Denn mit vorwiegend Schwachen, Unbegabten und Behinderten lässt sich ein hohes technisches und kulturelles Niveau nicht aufrechterhalten. Die Lebensbedingungen verschlechtern sich. Um eine zu hohe Bevölkerungsdichte dauerhaft zu vermindern, müssen sich zuvor die Lebensbedingungen permanent verschlechtern. Dies erreicht die Natur mit dem Austausch der Befähigten, der Gesunden, durch Unfähige und Kranke über viele Generationen. Für die Prosperität eines Staates bleiben aber immer jene Teile des Volkes ausschlaggebend, die körperlich, geistig und moralisch gesund, begabt, fleißig, von gutem Rechtsempfinden, sittlich hochstehend, selbstlos, einsatzfähig und leistungsfähig sind, die Durchhaltevermögen und Standhaftigkeit besitzen, Respekt vor der Obrigkeit haben und sich in Disziplin, Höflichkeit und guten Manieren üben. Erhöht sich dagegen die Zahl der Bürger, die genuin bedingt dumm, faul und fordernd sind, unmoralisch, egoistisch, leistungsunwillig oder leistungsunfähig, rücksichtslos, asozial, kriminell, disziplinlos, unhöflich und respektlos, so braucht dieser Staat sicher nicht sehr lange auf seinen kulturellen sowie wirtschaftlichen Abstieg zu warten. Da die staatserhaltenden, genetisch bedingten individuellen Charakteranlagen, wie die Qualität, in welche die Kultur heben, und die Begabungen im Durchschnitt der Völker schon seit längerer Zeit biologisch zwangsläufig sinken, möchten weite Kreise verständlicherweise diese erschreckende Tatsache der Vererbbarkeit negieren und behaupten, Begabung, Charakter und Intelligenz oder kriminelle Veranlagung seien von der Umgebung, vom Milieu abhängig. Wenn dagegen alle Anlagen und nicht nur die Hautfarbe erblich sind, was sich relativ leicht beweisen lässt, so würden viele der mit großen Geldmitteln betriebenen Bildungsversuche an untauglichen Objekten genauso zum Scheitern verurteilt sein, wie die Resozialisierungsversuche krimineller Straftäter. Ja, wenn du zu diesem sehr spannenden Thema zeitgenössische Informationen haben willst, kann ich dir auch den Kanal von Edward Dutton, The Jolly Heretic, hier auf YouTube empfehlen. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, das klingt bestimmt für viele extrem gefährlich, aber irgendwann wird man sich mit genetischen Realitäten wieder befassen müssen, das steht außer Frage. Mann und Frau sind nun mal auch genetische Realitäten und wer diese sowie deren Auswirkungen auf ihre metaphysischen Eigenschaften missachtet, der wird es auch schwer haben, das andere Geschlecht anzuziehen. Und er fungiert auch als Abrissbirne für die Gesellschaft. Ich bin durch soweit, hol dir unbedingt Gunnar Kesslers kostenloses Buch und abonniere den Kanal, wenn du neu hier bist. Beste Grüße, ciao, ciao.